Hier sind zwei Mengen an Kästchen. Oben stehen 1, 2, 3 Zehner, 3 Zehner, 1, 2, 3, 4, 5 Einer, 5 Einer, 3 Zehner, 5 Einer, 35. Unten stehen 1, 2 Zehner, 1, 2 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einer, 2 Zehner, 7 Einer, 27. Jetzt bitte ich dich, das zu addieren. Was ergibt 35 plus 27? Wie viele Kästchen hast du, wenn du alle diese Kästchen zusammenrechnest, also plus rechnest, also addierst? Fang am besten mit den Einern hier an. Hier oben haben wir 5 Einer und darunter 7 Einer. Wenn du 5 Einer und 7 Einer addierst, wie viele Einer hast du dann? Klaro, 12 Einer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aber siehst du, was passiert ist? Wenn du 5 und 7 addierst, kannst du nicht die Zahl 12 in die Einerstelle schreiben. In der Einerstelle darf nur eine Ziffer sein. Zwei Ziffern sind voll verboten. Was kann man da nur machen? Was du machen könntest, ist einfach 10 von den Einern wegzunehmen und sie als einen Zehner in die Zehnerstelle zu schreiben. Also, was rede ich da? Du nimmst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Also 10 Einer weg und gruppierst sie um, und zwar in eine Säule aus 10 Kästchen. Das mache ich jetzt einmal für dich. Also ich gruppiere sie in eine Säule um und dann verschiebe ich diese Säule in die Zehnerstelle hier oben. Du nimmst also die 10 Einer von hier weg. Warte mal bitte kurz, jetzt geht's gleich weiter. Also du nimmst einfach die 10 Einer hier weg und verschiebst sie in die Zehnerstelle. Das nennt man manchmal übertragen. Statt 10 Einer zu schreiben, schreibst du alle diese Kästchen als einen Zehner. 10 Einer werden ein Zehner. Und wie hilft das jetzt? Sieh mal, jetzt hast du nur noch 2 Einer übrig in der Einerstelle. Das geht, jawohl, 2 Einer dürfen wir da hinschreiben. Aber jetzt hast du einen zusätzlichen Zehner. Okay, den schreibe ich hier da oben hin. Manche nennen das übertragen. Du siehst, 5 plus 7 ist 12. Du schreibst die 2 in die Einerstelle und überträgst die 1 in die Zehnerstelle. 12 mit einer 1 da und einer 2 hier. Um das nochmal ganz klar zu machen. 5 plus 7 ist gleich 12. Und du hast lediglich diese 1 hier in die Zehnerstelle übertragen, hier nach oben verschoben. Da stört sie keinen. Du schreibst sie einfach in eine andere Etage. Diese 1 hier kommt da oben hin. Da ist Platz. Du hast also nun 5 plus 7 gerechnet, 12 herausbekommen, aber 12 darfst du nicht in die Einerstelle schreiben. Du nimmst also 10 von diesen 12 weg und gruppierst sie um in eine 10 und 2 weitere Einer. Einfach gesagt, 5 plus 7 ist 12, 1 hier und 2 hier. Jetzt kannst du lockerflockig die Zehner ausrechnen. 1 Zehner plus 3 Zehner plus 2 Zehner. Was kommt denn da heraus? Klaro, 6 Zehner. 1 plus 3 plus 2 ist gleich 6. Das mache ich jetzt mal. Upsi, wow, cool. Aber das war ja nicht ganz genau, was ich wollte. Sorry, sorry. Das sah klasse aus. Moment, jetzt habe ich es. Okay, also 1 Zehner, 2 Zehner, 3 Zehner. Der ist ein bisschen langsam heute, der Computer hier. 4 Zehner. 5 Zehner und 6 Zehner. Also 6 Zehner. Und auf der Zahlenseite, da können wir das auch ausschreiben. Da haben wir dann 1 plus 3 plus 2 ist gleich 6 Zehner. 35 plus 27 ist 62. 35 plus 27 ist gleich 6 Zehner und 2 Einer. 62.